Ja, hallo zusammen, kennen da mich noch? Ich hoffe es. Ja, ich weiss, ich war lang weg und es tut mir mega leid, das war wirklich nicht blank. Ja, kurz zusammengefasst, ich bin ja umgezogen. Mitte April sind wir aus der alten Wohnung ausgezogen. Dann war ich noch ca. 2 Wochen bei meinen Eltern, bis ich dann im Mai in die neue Wohnung konnte. Dann habe ich ja alle Möbel neu gekauft, bis die alle gestanden sind. Und ich eingerichtet bin, ist eine Weile gegangen. Ja, und dann, ich glaube, es war so Juni, Juli gewesen, habe ich gedacht, so, jetzt hätte ich wieder Lust und ein bisschen Zeit und Energie zum Filmen. Und dann habe ich meine Kamera nicht mehr gefunden. Ich bin wirklich fast wahnsinnig geworden, weil ich bin ziemlich sicher gewesen, dass ich die eben zu meinen Eltern mitgenommen habe. Und ich habe sonst wirklich alles, aber die Kamera ist verschwunden. Ich bin sicher, 3-4 Mal zu meinen Eltern, habe alles nochmal durchgesucht. Ich habe meine Wohnung hier, die nicht so gross ist, aber auch die 2-3 Mal wirklich überall nochmal geschaut. Und die Kamera ist einfach verschwunden. Und ja, ich habe mich lange gesträubt, um eine neue zu kaufen, weil ja, die ist ja auch nicht gerade billig. Aber irgendwann dann, ja, habe ich gedacht, ich muss, sonst ja, kann ich keine Videos mehr machen. Und dann haben wir eine gekauft. Und dann aber zeitbedingt, ja, habe ich es bis heute einfach nicht geschafft zum Drehen. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Ich möchte euch aber gerade warnen, weil ich in ein paar Wochen wieder in die Ferien gehe, werden jetzt vielleicht so 2-3 Videos kommen, dann wird wieder eine Pause sein. Aber ab Dezember hoffe ich, dass wieder häufiger Videos kommen. Ich habe natürlich die ganze Zeit durch meine Duftwachsbestellungen gesammelt. Also ich habe sicher etwa 10 Karten dort, die warten, die ich euch gerne zeigen möchte. Klar, es sind eben dann auch ein bisschen ältere Bestellungen dabei von noch Anfangsjahr, aber ich hoffe, dass der ein oder andere gleich interessiert und ich würde es euch gerne zeigen. Ja, das ist es, glaube ich, so im Groben gewesen. Ich habe eben, wie gesagt, weiterhin getüftelt und ich habe ab so Mitte Juni, habe ich glaube, wieder gesammelt, bis um mit heute. Und würde euch da gerne zeigen. Es ist wirklich ein Haufen, weil, ja, weil ich jetzt wieder allein wohne, tue ich auch wieder in mehreren Räumen düfteln und dementsprechend ist einiges leer geworden. Zu vielem kann ich euch wahrscheinlich leider nicht mehr viel sagen. Duftbeschreibungen wahrscheinlich auch nicht, außer das sind noch alte Düfte. Ihr wisst vielleicht auch noch, ich war dort ziemlich brav und habe früher oftmals Duftbeschreibungen noch angeschrieben. Aber auch da, seit einem Jahr oder mehr, habe ich dann ein bisschen aufgehört, einfach ja, weil mir Zeit gefehlt hat, was jetzt auch noch so ist. Aber ja, vielleicht interessiert es euch ja gleich, wenn ich so verdüftet habe und würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Aber eben, ich warne euch, es wird eine Weile gehen. Und ich habe es nicht sortiert. Es ist einfach zu viel. Also es ist USA und Europäisches gemischt. Und die Favoriten habe ich auch nicht rausgesucht. Also hier habe ich die Tasche, die etwas älter ist. Und dann habe ich noch eben die grosse, die etwas neuere Wachs ist. Und ich würde sagen, wir legen los, sonst geht das Video ewig. Und ich habe eine neue Speicherkarte gekauft, aber ich weiß nicht, wie lange die hält. Gut, ich ziehe jetzt einfach aus diesen Tüten raus. Und als erstes habe ich was aufgebraucht von Sweet Mom Cell, und zwar Fresh Peach Laundry. Das sind so 3 Blümchen. Und der ist von der Duftabgabe, der weiss ich noch, mittel bis gut gewesen. Und der hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich bin sonst nicht so ein Pfirsich-Fan. Aber da war wirklich eine schöne Note, gemischt mit dem frischen etwas Wäscheduft, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und die Duftabgabe war wirklich gut. Dann habe ich ein Bag von Sassy Girl Aroma aufgebraucht, in der Duftrichtung Berry Vanilla Fluff Cake Cotton Candy Frosting. Und das war nicht so mein Duft gewesen. Von der Duftabgabe auch gut, aber in letzter Zeit, also das ist auch schon, glaube ich, über ein Jahr her, bin ich nicht mehr so Fan von so Beerenduften. Also einzeln zum Beispiel Erdbeere liebe ich immer noch, aber so Mischungen, ja, meistens ist es nicht so meins, wäre also kein Nachkaufkandidat. Dann habe ich von Ice Flower Perfect Hairstyle in der Lampe gehabt. Hier habe ich noch eine Duftbeschreibung. Blühende Kräuter, Hölzer, Zitronen mit Beeren.
Himbeeren, sorry. Man kann es kaum noch lesen. Das war ja so ein Shampoo-Duft gewesen, von der Duftabgabe gut bis stark. Immer bei so Düften einfach immer aufpassen, dass es vom Kopf her verträgt. Aber an sich mag ich ab und zu mal so Shampoo-Düfte. Müsste es nicht immer haben, aber ab und zu habe ich es gern. Den habe ich so, ich glaube, das war eine Blume von Winter Chic Scents aufgebraucht in der Duftrichtung Fair Verona. Da war White Chocolate, Raspberry und Mocha gewesen. Von der Duftabgabe mittelmäßig eher, aber die Duftkombi an sich habe ich sehr fein gefunden. Dann habe ich eine Clamshell aufgebraucht von The Bathing Garden, Salty Siren. Das ist salzige Limette Margarita. Der war von der Duftabgabe wirklich stark gewesen. Ja, ein sehr, sehr zitrischer Duft. Hat keine alkoholische Note, obwohl es Margarita heisst. Und ist einfach ja so frische, spritzige gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Bei The Bathing Garden ist es ja so, dass sie jedes Jahr eigentlich die gleichen Kollektionen wieder rausbringt und man die Düfte eigentlich gut nachbestellen kann. Sie liefert leider nicht nach Europa. Aber ja, wenn ich es unbedingt haben müsste, ich habe ja noch mein USA-Postfach. Muss allerdings sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal was bestellt habe. Also die letzte Bestellung ist von Busy Tarts, die ich euch noch zeigen will. Aber die ist, ja, glaube auch von Anfangsjahr oder ins letzte Jahr. Seitdem habe ich nichts mehr in den USA bestellt. Aber den Bathing Garden finde ich wirklich super und könnte mir vorstellen, irgendwann mal nachbestellen. Dann habe ich eine Clamshell von Super Tarts aufgebraucht, von der Twilights Kollektion. Immortal Child heisst das und ist eine Mischung aus Lavender Cream, Pink Sugar, Strawberry Cake. Genau. Und der war von der Duftabgabe stark und super mega fein. Ich liebe ja den anderen Duft von ihr, wie heisst er? Go to Sleep. Das ist ja die Mischung aus dem Lavendelduft mit Pink Sugar und dann da noch Erdbeere drin. Es Träumli, von dem Duft habe ich auch noch mehr. Dann nochmal eine Clamshell von Super Tarts. Die ist ganz weich, ist aus dem 2015er. Wonderful Life, das ist Peppermint, Frosted Grapefruit, Orange, Pink Sugar und Vanilla Ice Cream. Das ist auch eine mega leckere Duftkombi gewesen. Einfach alles miteinander gemischt. Von der Duftabgabe aber eher mittel. Gut, also für meinen Geschmack hätte es noch stärker dürfen sein, aber die Kombi an sich habe ich super gefunden. Dann habe ich eine grosse Bag aufgebraucht von Sniff My Tarts. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich, glaube ich, von dieser Firma nichts mehr. Ja, das war ein Custom Order gewesen, und zwar Warm Vanilla Sugar Type, Pink Sugar und Peppermint. Da war eine Duftbombe gewesen, auch alles drei Düfte, die ich natürlich sehr gern kann. Pfefferminz war hier eher frisch gewesen. Und ja, ist aber super gewesen und hat mir gut gefallen. Habe ich aber ehrlich gesagt genug davon, weil eben es ist eine grosse Lauf gewesen. Dann habe ich von Wohlfühlmomente einen Melt aufgebraucht in Go Lightly. Ich glaube, der Duft hat einige Anhänger. Ich musste ihn leider ausmachen, weil ich ihn vom Kopf her nicht vertraut habe. Er war sehr stark in der Duftabgabe, ein schon eher leichterer, aber doch irgendwie intensiver, parfümiger Duft. Und ja, also hätte ihn vertraut, hätte mir gefallen, aber ich habe gerade gemerkt, oh, Migränealarm. Darum musste ich ihn leider abmachen und ist darum kein Nachkaufkandidat. Dann habe ich von Busy Tarts einen Scentshot aufgebraucht in der Duftrichtung Candy Cane Cupcake. Der war von der Duftabgabe ja, so mittelmäßig, was mich ehrlich gesagt erstaunt hat, weil Busy Bees oder Busy Bee ist sonst. Busy Bee stimmt gar nicht. Busy ist sonst immer auf der stärkeren Seite von der Duftabgabe. Und auch der Candy Cane Duft, er ist mir zu mild gewesen, zu schwach und wäre darum kein Nachkaufkandidat. Aber kann sein, dass ich den auch noch in meiner Sammlung habe.
Dann habe ich Clamshell von Sweet Mamselle aufgebraucht in der Duftrichtung Pink Christmas Cookie. Ein Träumchen, sehr starke Duftabgabe und eine mega leckere Kombi aus Pink Sugar mit Keks, Weihnachtskeks. Und ja, Pink Sugar auch immer nach wie vor, nach wie viel Jahren, ich weiß es nicht, 5, 4, immer noch mein absoluter Lieblingsduft, auch in Kombinationen. Und mega Duftabgabe und Gott sei Dank habe ich nochmal eine Clamshell in dieser Duftrichtung. Dann nochmal ein Busy Tarte Sandshot in der Duftrichtung Blonde Moment. Das ist ja so ein fruchtiger, spritziger, ja, Cocktailduft, würde ich sagen. Wirklich so bubblig. Der war sehr süß gewesen von dem Fruchtanteil her. Sehr duftintensiv. Ich habe festgestellt, aber, dass ich Blonde Moment lieber gemischt habe mit anderen Düften als so Uni. Müsste ich darum nicht mehr haben. Dann nochmal was von Wohlfühlmomente. Das war ganz ein hübscher Melt in Candy Cane Cupcake. Also so zuckrige, leicht minzige Noten mit Cupcake. Der war von der Duftabgabe gut bis stark gewesen. Und der hat mir, glaube ich, gut gefallen. Dann nochmal Wohlfühlmomente, Camille Crema. Den mögen auch sehr viele. Den finde ich auch super. Der hat eine starke Duftabgabe und ist, ja, wie noch heisst, ein sehr intensiver Kamillenduft mit so einer cremigen Note dahinter. Hat mir also sehr gut gefallen. Dann habe ich nochmal eine Clamshell von Super Tarts aufgebraucht aus der Lord of the Melts Kollektion. Und zwar ist da der Gandalf. Da ist eine Mischung aus Magically Delicious, Coffee Beans und Sweet Cream. Magically Delicious ist so ein Marshmallow-Duft. Und den finde ich nicht so der Hit. Ich weiß nicht wieso, die Kaffeenote hat mir irgendwie einen zu karamelligen Stich drin. Ist von der Duftabgabe gut gewesen, wirklich, aber sie hat bessere Kaffeedüfte. Ich habe, glaube ich, noch mal eine Clamshell, ich werde sie aufbrauchen. Aber ist sicher kein Duft, den ich mir wieder nachkaufen werde. Oh, ist da viel. Den habe ich aufgebraucht von Ice Flower Fluffy Easter Chicks. Da kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Marshmallow-fruchtiger Duft gewesen. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist er nicht so intensiv gewesen. Ja, ich weiß es nicht mehr, darum sage ich nicht mehr dazu. Den habe ich von Rainbow Melts. Ich glaube, das war ein Goodie gewesen. Der Hello Darling aufgebraucht. Lemon, Sugar und Shortbread Cookie. Sehr, sehr fein. Ich liebe ja auch so Zitronen-Kombis. Mit etwas Keksigem, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich eine Tafel von Wohlfühlmomente aufgebraucht. Das war eine Custom Order. Sparkling Pink Sugar und Mandarin Champagne. Ich glaube, der hat mir auch gut gefallen, aber auch da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern. Einer, der mir sehr gut gefallen hat von der Doris, ist der Sensual Mint gewesen. Ich hoffe, dass ich noch einen habe. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was es genau noch drin hat. Ob es noch ein bisschen eine parfümige Note ist oder so eine Bodylotion-Note. Man schmeckt es auch leider nicht mehr raus, aber da weiss ich ganz sicher, der hat mir super gefallen. Dann ebenfalls noch von der Doris habe ich ein Müsli aufgebraucht in So Sexy. Das sind ja die L-Tubes. Und ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich nehme die Mousse-Düfte in der Lampe einfach nicht so wahr. Also bei mir haben die alle so wirklich recht schwache bis mittlere Duftabgabe. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Darum, ja, kaufe ich ehrlich gesagt nicht so viel Müsli, aber gleich ab und zu probiere ich es gerne. Dann habe ich noch mehr Custom Order, ich glaube, das war ein Herzli, aufgebraucht von Doris Duftstübli. Coconut Milk Lavender und Minty Vanilla. Und ich glaube, der war okay gewesen, aber ja, ich muss einfach sagen, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die Coconut Milk Lavender nicht mag.
Ich versuche mich langsam an Kokosnussdüft anzuwagen, aber die Kombi, ja, ist leider einfach nicht so meins. Dann habe ich von Winter Chic Scents Ramon's French Quarter aufgebraucht. Das ist Café au lait, Whipped Cream und Molasses Cookie, eine Mischung. Das habe ich verbrutzelt in meiner Ferien in Italien, da weiß ich noch. An sich eine schöne Duftkombi, aber die Duftabgabe war leider nur schwach bis mittel. Ich muss auch sagen, von Winter Chic Scents, das meiste, was ich noch habe, ist wirklich älter. Also dort habe ich schon ewig nicht mehr bestellt, aber einfach auch unter anderem, weil ich noch sehr, sehr viel habe. Dann habe ich Gott sei Dank ein Bag von Super Tarts aufgebraucht in Grey's Anatomy. Das ist eine Mischung aus Starbucks Kaffee, Vanilla Ice Cream und Creamy Pecan Pie. Und der war von der Duftabgabe gut bis stark gewesen. Hat mir allerdings nicht gefallen wegen der Pecan-Nussnote. Zum Teil hat der Pecan Pie Duft löst in mir so den Magie-Effekt aus. Also, dass ich die Note als Magie wahrnehme. Und ja, aber ich habe ihn aufgebraucht und die Brot ist leer. Dann geht es weiter nochmal mit Winter Cheek Scents Abominables Snow Monster. Das ist Peppermint Marshmallow Mocha. Auch eine sehr, sehr leckere Duftkombi. Der war so mittelmäßig, den können wir vorstellen zum Nachkaufen, einfach weil ich Kombi so fein gefunden habe. Dann habe ich von Sweet Mamsell eine Clamshell in Black Magic aufgebraucht. Da habe ich noch die Duftbeschreibung. Süße Erdbeere, Himbeere, Cranberries, Hauch Lakritze und Zuckerwatte. Aber ich weiss nicht mehr, wie ich den gefunden habe. Es tut mir wirklich leid. Ist aber kein Favorit gewesen, sonst könnte ich mich daran erinnern. Ja, kann leider nicht mehr dazu sagen. Dann von der lieben Doris, After Dinner Mints. Den Duft hatte ich schon öfters und muss sagen, leider zu 90% habe ich den nicht so wahrgenommen. Also das war schwach bis mittel. Auch da, ja, wäre darum kein Nachkaufkandidat, obwohl ich so Schoki-Minz-Kombis sehr mag. Dann geht es weiter. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit, das ist so viel. Von Sweet Mamsell Bread Pudding. Ich glaube, das sind auch drei Blümchen oder so drei Männchen. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der magilastig ist, aber ist gerade noch gegangen. Ich weiß nicht, ob es da so eine Zimtnote drin hat von der Duftabgabe, gut bis stark. Wäre jetzt aber kein Duft, den ich mir nachkaufen würde. Dann ebenfalls von Sweet Mamsell habe ich Autumn Waffles aufgebraucht. Da ist eine Mischung aus Waffeln, Spur Honig, Zimt, Pekannüsse und Brombeere. Sehr starke Duftabgabe, aber leider nicht meine Duftkombi. Also die Waffeldüft mit Pekannüsse ist einfach nicht mehr meins. Ganz am Anfang habe ich die geliebte Duftkombi. Und mittlerweile habe ich es einfach nicht so gerne. Es ist zwar Brombeere recht gut durchgekommen, aber ja, wer kann davon wieder müsst haben. Dann ein wunderbares Schätzchen von Ice Flower Pink Sugar Milk. Der geht eigentlich immer, wenn ihr den Milchduft gerne habt. Eine Duftbombe und wie gesagt, Pink Sugar liebe ich fast in Kombination mit allem. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ein Duft von Rainbow Melts, Sweetie, Gummy Bears, Lollipops und Lemonade. Der war, glaube ich, gut gewesen, aber ist mir zu süß quietschig gewesen. Also der Gummibär-Duft hat mir nicht so gefallen. Wer darum kann, noch auf Kandidat. Dann von Lasting Scent Candles, gibt es ja, glaube ich, leider nicht mehr. Habe ich einen Scentshot aufgebraucht in Peppermint Snow Cookies. Herrlich. Wirklich Keks mit Minze, aber alles so auf foodiger Ebene, also nicht so eine frische, scharfe, kalte Minze, sondern passt wirklich zu dem Gebäckduft, hat mir gut gefallen. Den von Ice Flower, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte, und zwar PS I Love You.
Der ist eine Mischung aus Bernstein, Mandarine, Sternanis, Aprikose, Magnolienblüte, Himbeer, Champagner, Moschus, Sandelholz, Pink Sugar und Tonkabohnen. Wenn man da jetzt alles hört, kann man sich vielleicht die Kombi gar nicht vorstellen. Es ist einfach ganz ein spezieller Duft, ein leicht Parfümduft, finde ich. Aber mehr so was Cremiges, auch vielleicht wie eine Bodylotion, überhaupt nicht stichiges. Super Duftabgabe, ich liebe ihn. Sie hat ihn ja Gott sei Dank einmal nochmal in meinen Restock gebracht. Ich glaub, in diesen kleinen Sendshots, dort habe ich zugeschlagen. Die Bestellung werden da auch noch sehen. Und ja, ich liebe ihn, einen von meinen Lieblingsdüften. Den von Sweet Mamselle habe ich, das war in so einem Alufässchen, den Moondance aufgebraucht. Das ist so ein zitrischer Duft. Mit, ich glaube, ein bisschen Gebäcknoten. Ja, auf alle Fälle gute Duftabgabe, hat mir sehr gut gefallen. Und den haben wir darum auch in einem Custom Order noch bestellt. Und die Bestellung habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Werdet ihr also auch noch mal sehen. So, weiter geht's mit Super Tarts. Da hat sich schon der Zettel gelöst. Da ist der Duft Curious. Das ist Creamy Banana Pudding, Neapolitan Ice Cream und Cake Butter Fudge. Ja, Bananenduft. Ich liebe es immer mehr. Ich habe es ja zu Anfangszeiten leider nicht so vertraut, aber es wird immer besser. Und da noch mit der Eiscreme und Cake Butter Fudge, einen leckeren bananenfudigen Duft, hat mir sehr gut gefallen. Dann ebenfalls von Super Tarts, auch ein Duft, den ich sehr mag, ist Nightmare Before Christmas. Das ist Herbal Lavender, Sweet Candy Canes und Fluffy Cotton Candy. Ja, ist also wirklich ein kräutriger Lavendel, aber verfeinert durch die Zuckerwatte und dann noch ein bisschen die Frische von dem pfefferminzigen Candy Canes. Also ist eine Kombi, die mir sehr gut gefällt und auch sehr duftintensiv. Den von Ice Flower Zitronenküsschen. Der ist eine Mischung aus Orangen, Zitronen, einem Hauch Eukalyptus, Lycea cubea und Zedernholz. Der war sehr intensiv gewesen. Ich kann mich nur noch erinnern, aus irgendeinem Grund ist es aber nicht so meins gewesen, beziehungsweise nicht einer von den Zitronendüften, den ich wieder kaufen muss. Weil sonst liebe ich ja sehr die zitrischen Kombis von der lieben Sylvie. Aber den müsst ihr jetzt nicht unbedingt wieder haben. Den habe ich von der Doris, von ihrem Duftstübli, den Clear Winter Sky, mal drin gehabt. Und da ist schon ein sehr, sehr schwerer Winterduft, wirklich ein sehr klarer Duft, sehr frischer Duft. Hat mir aber erstaunlich gut gefallen und ja, hat ja nicht zum Sommer gepasst, wo ich ihn verdüftelt habe, aber ich düftle ja eh nicht nach Jahreszeit, darum ist das okay. Den von Super Tarts aus der Twilights Kollektion, spricht man da aus, Carlisle. Keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Eine Mischung aus Soothing Chamomile Blossoms and Sweet Huckleberries. Huckleberries sind jetzt wieder Welibeere, Stachelbeere, ich weiß es nicht. Ja, auf alle Fälle Kamille, aber Blüten mit diesen Beeren. Und man schmeckt beides wirklich gut raus und wirklich, dass es Blüten sind, das ist wirklich ein intensiver Duft. Und er hat aber auch ein bisschen was Stichiges. Ich glaube, der war mir ein bisschen zu stichig gewesen. Ich kann mich aber nicht mehr 100% erinnern. Den habe ich von 30 Streets Crafts, Street Crafts, ein Melt-Aufbruch. Sie macht ja leider momentan kein Duftwachs-Melz mehr. Sie macht jetzt so Gläser, so Tumbler. Wer weiß, vielleicht eines Tages kommt sie zurück. Da habe ich mein Freezy Jeans aufgebraucht, Fresh Crisp Linen and Icicles. Sehr, sehr intensiv in der Duftabgabe gewesen. Aber müsste ich nicht nochmal haben. Ist mir ein zu frischer, auch ein bisschen stichiger Duft gewesen. Dann nochmal ein Bag von Super Tarts. Auch da muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich den aufgebraucht habe. Da ist Hermione aus der Harry
Ich weiß nicht, wie ihre Kollektion genau heißt. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich. Magically Delicious und Strawberry Field Cannoli. Und da war leider der Erdbeerduft von ihr drin, den ich sehr künstlich finde, den ich gar nicht gerne habe. Irgendwie so eine komische Beinote. Von der Duftabgabe gut war, aber kann du von mir wieder nachkaufen. Dann nochmal 30 Street Crafts Queen Map. Da ist Johnson's Bedtime Bath und Clean Cotton. Da war die Duftabgabe komischerweise leider sehr schwach gewesen. Ja, kann man ja eh nicht mehr nachkaufen, darum nicht so schlimm. Dann wieder ein Müsli von der Doris, und zwar Nightfall. Und ja, auch da ich kann euch leider nichts dazu sagen, weil ich in warm nehme ich einfach leider die Müsli nicht wahr. Dann von Winter Chick Stands 5 Star Treatment. Das ist Cucumber, Blueberry, Lemon und Lime Fizz, also ein sehr fruchtiger Duft. Und obwohl ich Blaubeere nicht gern habe, ist da wirklich, da habe ich auch in Italien verdüftelt, eine fruchtige, angenehme Mischung gewesen, so von der Duftabgabe, mittel bis gut, aber das war mir gerade recht gewesen, also war wirklich okay gewesen. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ist vieles, vieles von 2015, 2016, also sehr, sehr alt. Und viele sind ja der Meinung, und es stimmt vielleicht auch teilweise, dass ja, es ist so, es ist Fakt, dass je älter der Duft ist, umso mehr verliert er ein bisschen an der Intensität. Es ist so, aber ich für mich muss sagen, also 80% duftet für mich immer noch top. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr grosse Mengen verdüftle. Also ich muss sagen, 2015, 2016, ich bin immer noch zufrieden mit den meisten Duftabgaben. Es hat ein paar einzelne, die vielleicht Duft verlieren, aber mit dem Rest bin ich immer noch sehr zufrieden. Dann habe ich einen Custom Order von der lieben Doris aufgebraucht. Schlagsahne, Fresh Orange und Zucchini Bread. Der war von der Duftabgabe gut gewesen und ich habe die Kombi wirklich sehr, sehr fein gefunden. Also hat mich positiv überrascht und würde mich wieder mal mit eintragen. Den von Lasting Scent Candles habe ich einen 10-Shot aufgebraucht in Mint Mellow Cream. Da kann ich mich leider nicht erinnern. Und da schmeckt man auch nicht mehr viel raus. Mehr nur das Marshmallowige. Nicht mehr sein. So, das erste Test ist bald leer, Gott sei Dank. Ich hoffe, ihr mögt noch. Ich habe aufgebraucht von Beezy. Ein Sandshot in Sugar Cookie Royal. Ich liebe den Keksduft. Sehr, sehr intensiv. Sehr ein kalorienhaltiger Keks. Viel Butter, viel Zucker, sehr teigig. Ja, den habe ich in mehrfacher Ausführung in meiner Sammlung und habe ich sehr, sehr gern. Den von Winter Chick Sands, The Great Coffee Pumpkin. Das ist Pumpkin Layer Cake, Cream Cheese Frosting und Café Cubano. Der war erstaunlicherweise noch recht angenehm gewesen, also von der Duftabgabe so medium bis gut. Und die Mischung hat mir gut gefallen, weil bei Kürbis bin ich auch ein bisschen heikel. Also wenn es zu würzig ist, habe ich es nicht mehr gern. Aber das war wirklich eine feine Kombi gewesen. Den von 30 Street Crafts habe ich noch eine Jungle Jane aufgebraucht. Ja, Jungle Jane ist da mega beschrieben, aber schlussendlich ist es so ein Shampoo-Duft. Sehr, sehr intensiv gewesen, also den musste ich dann leider auch ausmachen. Dann von Doris Duftstübli New Hairstyle, sehr intensiv. Muss sagen, für mich gerade an der Grenze zum Verträgbaren vom Kopf her. Wie gesagt, ich liebe ja eigentlich so Shampoo-Duft, aber ich muss immer aufpassen, aber der hat mir gefallen und zum Glück habe ich ihn gerade noch vertragen. Dann ein Goodie von Rainbow Melt, Rain or Shine, Sweet Rain und Lemon Sunshine. Da war eine Kombi, wo ich gedacht habe, mal, der gefällt mir. Und dann aber irgendwie ist, glaube ich, was in dem Regen rein war, wo nicht so mies war. Ja, aber es war ja nur ein Goodie. Dann von Super Tarts, der Harry. Magically Delicious und French Baguette von der Duftabgabe gut bis stark, aber ich habe bei ihrem French Baguette das Problem, ich schmecke dort eine Maginote raus. Und das war da der Fall, auch jetzt aus der Clamshell.
Ja, so schade, weil ich liebe den Marshmallow-Duft, den Magical Delicious, aber French Baguette geht bei ihr einfach nicht. Dann noch ein Custom Order von der Doris, und zwar Lemon Curd und Pink Sugar. Ein sehr intensiver Duft gewesen. Auch eine Kombi, die ich sehr gerne habe. Lemon Curd ist einfach eine Duftbombe. Auch so, ich schmecke jetzt 90% Lemon Curd und Pink Sugar, aber ja. Eine Kombi, die sehr gut kommt. So, jetzt kommen wir zur zweiten Tasche. Ich hoffe, ihr mögt noch. Ich bin mir nicht so gewöhnt, so lange auf dem Stuhl hocken. Ich trinke mal einen Schluck. Und wir sagen, wir machen gerade weiter, weil auch da rein ist viel. Ja, Tiffany Candles ist ein Shop, den ich eigentlich sehr mag. Und auch ihre Produkte. Bis jetzt hat mich, glaube ich, nie was enttäuscht. Aber ich weiß nicht wieso, bei ihr habe ich dann einfach irgendwie nicht mehr gross bestellt. Einfach weil ich halt so viel ausprobiert habe. Und ich habe jetzt, glaube ich, wirklich die letzten Sachen von ihr aufgebraucht. Und das sind zwei grosse Custom Loaves. Sind es Custom Loaves? Sind eigentlich, glaube ich, Shop Loaves. Ja, zum einen Donut Shop Marshmallow Vanilla und Pound Cake. Overpour, genau. Und ja. Aus dem Januar 2016. Also über 3 Jahre alt und Bombenduftabgabe. Ich bin ehrlich, wirklich, also für meine Nase immer noch sowas von intensiv. Und sie hat ja für mich mitunter den schönsten Donutshop-Duft oder Donutduft, den ich bis jetzt in der Nase hatte. Und vielleicht wisst ihr das noch, zum Beispiel auch den Rosemary Mint-Duft finde ich ihren der Beste. Und ja, also so süß, vanillig. Donut, ein Hauch Zimt, aber gar nicht scharf, auch so auf der Foodie-Seite, wenn ich es gerne habe. Und ja, wirklich ein Träumchen war. Und ja, also die habe ich wirklich genossen. Dann habe ich jetzt in letzter Zeit mal die ersten Düfte probiert von Old Primitive Treasures aus den USA. Dort Kombi Sage and Citrus. Bei ihr habe ich ja letztes Jahr oder maximal 2 Jahre ein Custom Order gemacht, ist auch die einzige Bestellung. Jetzt habe ich angefangen, es erstmal verdüftet. Und ich muss sagen, die Duftabgabe ist wirklich stark gewesen. Und auch die Duftkombi ist wirklich fein gewesen. Nicht zu kräutrig, nicht zu zitrisch. Also es ist eine super Kombi gewesen, dem Salbei und dem Zitrusduft. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Den habe ich von The Fakery Bakery, ich glaube, dort habe ich bis jetzt auch noch einmal bestellt, den Duft Amazon in der Lampe gehabt. Da habe ich leider die Duftbeschreibung nicht drauf. Auf der anderen habe ich da immer. Das ist, meinte ich, was mit Salty Sea. Vielleicht noch was Grünes, vielleicht auch Pink Sugar. Auf alle Fälle schmeckt es da sehr fein draus. Und ja, ich meinte, ich habe dort eh von jedem Duft mehrere Essentials bestellt. Den, wo ich wirklich froh bin, dass ich es fertig geschafft habe, ist ein Loaf von Sassy Girl Aroma. Und zwar Strawberry, Raspberry Guava, Pomegranate und Blonde Moment. Ich habe den Loaf gekauft, weil Strawberry, Raspberry, Guava immer auch nach wie vor noch zu einem von meinen Lieblingsduft gehört. Blonde Moment habe ich ja auch sehr gern. Und es hat es aber leider nur in dieser Kombi mit dem Granatöpfel. Und auch wenn ich es gern esse, als Duft mag ich es gar nicht. Und trotz der anderen zwei Düfte ist der Granatöpfelduft auch gut rausgekommen. Und ja, ist einfach nicht so meins. Die Duftabgabe ist gut bis stark gewesen, aber den Duft müsste ich nicht mehr haben. Und ja, bin froh, ist der fertig. Den habe ich von Iceflower Silvesterküsschen aufgebraucht. Das ist, kann man auch fast nicht mehr lesen, Vanillecreme, gezuckerte Kirschen, Orangen, Zitrone, Kokoscreme, Himbeere und Vanilleeis. Genau, der weiss ich noch, der ist von der Duftabgabe gut bis stark gewesen. Ich habe allerdings halt sehr gut die Kirschnote wahrgenommen und ich mag leider keinen Kirschduft, darum wäre der kein Nachkaufkandidat. Der ist heute in der Lampe. Jetzt müssen wir schauen. Von Winter Cheek Scents, so eine Blume oder was für eine Form ist,
In Mr. Sandman, da ist Rosemary Mint, Peppermint und Eukalyptus Spearmint. Ich habe gedacht, weil es heute ja noch einigermaßen warm wird, tue ich mal so eine frische Note rein. Der ist von der Duftabgabe wirklich gut. Der ist sicher auch was, wenn man erkältet ist. Ich habe den auch als Bag gehabt, oder habe ich immer noch? Ich weiß es nicht. Aber auch der ist sogar aus dem November 2015 und hat wirklich noch eine gute Duftabgabe. Den habe ich auch erst gerade kürzlich in der Lampe gehabt. Den habe ich mal geschenkt bekommen von der lieben Nathalie. Und zwar von Sassy Girl Aroma, Pink Sugar, Ocean Breeze und Sweet Lavender. Pink Sugar, Ocean Breeze von Sassy Girl Aroma ist auch einer meiner absoluten Lieblingsstifte. Und der Sweet Lavender hat man nicht so extrem wahrgenommen, aber er hat die Kombi einfach noch irgendwie ein bisschen feiner gemacht. Und Duftabgabe super und Hammer-Kombi wäre ein Knockout-Kandidat. Den Essential von Iceflower, Satsuma und Orange Eiscreme. Der war sehr, sehr lecker gewesen. Ich hätte mir noch etwas cremiger gewünscht. Durch die Eisnote habe ich einfach gedacht, er war schon recht stark gewesen. Satsuma ist ja so ein sehr spritzige Duft, den ich auch gerne habe. Aber ja, ich habe einfach gedacht, durch die Eiscreme, aber er war trotzdem schön gewesen. Den Let the Music Play, auch von Iceflower. Das ist eine Mischung aus Honigblüten, Zitrone, Lavendelblüten, Himbeere, Vanille, Zuckerwatte und Moschus. Ich glaube, der hat mir gefallen. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr 100% erinnern, darum gehen wir weiter. Dann genau, nochmal eine von Old Primitive Treasures, der Cool Mountain Air. Ja, das war wirklich ein sehr frischer, luftiger Duft gewesen, sehr stark und dennoch nicht so erdrückend. Also der war wirklich auch gut gewesen. Den habe ich von Sweet Mamsell Gingerbread Sugar Cookie aufgebraucht. Da war der herzige Lebkuchenhaus. Ich bin froh. Ist ja fertig. Der war wirklich sehr intensiv. Und er war mir aber zu würzig. Also Gingerbread-Düfte sind auch nicht meine, die sind mir einfach zu würzig. Auch so ein leichter Magik-Charakter. Und der Duft war wirklich so intensiv gewesen, den habe ich auch noch am nächsten Tag in der Wohnung geschmeckt. Also das ist ein Duft, der wirklich hängen bleibt. Gibt es ja wenige bei mir. Da ist einer davon. Aber ja, wäre absolut kein Nachkaufkandidat. Den habe ich von Blue Moon, eine Custom Order Gola Marshmallow Bomb verdüftelt. Haben wir super Duftabgabe. Mega, mega fein, ja. Sehr cremige Gola, also es nimmt das Sprudelige etwas weg und hat mir sehr gut gefallen. Dann ebenfalls Custom Order von Blue Moon Blood Orange, Vanilla Sugar und Lemon Sugar. Ja, also zitrische Kombi mit Vanille ist auch sehr fein gewesen. Dann habe ich eine Tafel von Doris Duftstübli aufgebraucht in Pink Sugar und Snuggles. Das ist auch schon eine Weile her. Habe ich mehrfach in meiner Sammlung. Ja, Snuggles ist einer von diesen weicheren, zarteren Weichspüler-Wäschmittel-Düften. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden das ist. Und den mit Pink Sugar habe ich wirklich, wirklich gern. Dann ebenfalls von Doris Duftstübli habe ich den Purple Hooters versucht. Ich frage mich jetzt gerade noch, können Sie das von dem noch im Shop haben? Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ein fruchtiger, spritziger Traubenduft. Ich will nicht mal sagen, unbedingt künstlicher Traubenduft, aber er ist sehr, sehr quietschig und spritzig und ja, er war okay gewesen, aber ich müsste ihn jetzt nicht nochmal haben. Den habe ich von Iceflower Pink Stiletto aufgebraucht. Das kann man auch fast nicht mehr lesen. Cocktail, Zuckerkristalle, rote Früchte, Himbeere, Zuckerwatte.
Das sind, glaube von der Duftabgabe gut, aber ich meinte, falls ich mich noch richtig erinnere, die roten Früchte drin haben mir nicht so gefallen. Den Custom Order von der Doris Iced Lemon Cookie. Super, super Duft. Liebe, ein sehr foodiger Zitronenduft. Immer sehr intensiv, liebe. Den von Winter Chick Sands, Creature from the Black Lagoon. Das ist Amazon, Rainforest und Salty Sea. Ja, der ist fein gewesen, ein gut verträgbarer, frischer Duft. Salty Sea gefällt mir auch sehr, sehr gut in allen Kombinationen. Von der Duftabgabe mittel bis gut, ja, hat mir gut gefallen. Dann einer von meinen Lieblingsdüften von The Bathing Garden ist Pearls of the Ocean. Den hätte ich mir da ja fast nochmal bestellt, aber eben bin dann anständig geblieben. Ja, da ist eine Mischung aus Pink Sugar, Suntan Lotion, Salty Ocean, Sand, Fresh Breezes und Mandarin. Mandarinen schmecke ich nicht raus. Das ist einfach ein leichter Pink Sugar, aquatischer, leicht Body Lotion-mäßiger Duft. Also für mich ganz speziell, ich liebe eine super Duftabgabe und nächstes Jahr oder in 2 Jahren, wenn ich mal meine Sammlung ein bisschen abgebaut habe, werde ich den garantiert noch bestellen. Dann meine absolut grosse Liebe, habe ich vorher schon erwähnt. Sassy Girl Aroma Pink Sugar und Ocean Breeze. Ich weiß nicht, ob der ein Bag oder wahrscheinlich war es ein Loaf, wenn ich sie in den Beutel hatte, aufgebraucht. Ja genau, ein Loaf. Ja, das ist immer ein bisschen Herzschmerz, weil einerseits will man ja so alte Sachen und so grosse Sachen mal verdüftelt haben, ist auch froh, wenn es fertig ist. Andererseits, es ist wirklich ein Lieblingsduft von mir, da kommt man jetzt nicht jederzeit so einfach an. Aber ja, es ist aus dem Juli 2015 gewesen, also über 4 Jahre alt. Und immer aber noch Bombe Duftabgabe und grosse Liebe, also auch einer von meinen Top-Favoriten. Dann hatte ich von Ice Flower Fireworks in der Lampe. Das ist eine Mischung aus Erdbeere, Himbeere, Zuckerwatte, Zitrone, Pflume, Orchideen, Blütenblätter, Tonkabohnen, Kristallzucker und Moschus. Da kann ich mich leider nicht erinnern, da muss ich passen. Den von The Bathing Garden Sea of Tears. Das ist eine Mischung aus Sea Salt, Ocean Mist und Aquatic Floral. Der war von der Duftabgabe stark, aber da hat es die florale Note. Ist eher was drin, das ich nicht verträge. Darum absolut kein Nachkaufkandidat. Den nochmal von Ice Flower Strawberry Marshmallow Fluff. Der war sehr fein, allerdings für die Duftabgabe komischerweise noch so mittelmäßig. Also hat für meinen Geschmack dürfen etwas stärker sein. Dann habe ich eine Tafel aufgebraucht von Doris Duftstübli Kaffee und Mandelkeks. Eigentlich bin ich nicht so Mandelduft-Fan, aber ich muss sagen, die Kombi hat mir sehr gut gefallen. Gute Duftabgabe. Den von Ice Flower habe ich drin gehabt, der Liebeszauber. Das ist eine Mischung aus Tiareblüte, Jasmin, Gardenie, Lavendelblüte, Limette, Erdbeere, Himbeere, Zucker, Karamellzucker, Pflume und weißem Moschus. Und wenn ich mich nicht täusche, hat mir der Liebeszauber auch sehr gut gefallen. Auch ein leicht parfümig, cremiger Duft, nicht stichig, gute Duftabgabe. Dann habe ich von Beezy ein Sandshot aufgebraucht, zum zweiten Mal, Sugar Cookie Royal. Habe ich euch vorher gesagt. Ein mega foodiger, feiner Keksduft. Dann genau, der zweite Loaf, den ich von Sassy Girl Aroma fertig gemacht habe, ist auch einer von meinen absoluten Lieblingsdüften. Und zwar Cotton Candy Birthday. Auch da dasselbe aus dem Juli 2015, immer noch eine Duftgranate und ich liebe die Kombi, ich liebe sie einfach. Pink Sugar Ocean Breeze und Cotton Candy Birthday, zwei von meinen absoluten Lieblingsdüften. Den heute in der Lampe von Blue Moon, Pink Sugar, White Tea und Ginger. Der Duft ist, glaube ich, noch entstanden, bevor
sie ihren Wachs gewechselt hat, weil er ist sehr fein, er ist intensiv, aber er hat noch so ein bisschen einen kuchigen Unterton, der mich jetzt gar nicht stört. Ja, aber sonst sehr, sehr eine feine Kombi. So, ich hoffe, ihr mögt noch. Ein paar Sachen haben wir noch. Jetzt muss mal wieder schnell einen Schluck trinken. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon dran sind. Ich habe eben auch so viele kleine Sachen aufgebraucht. Wahnsinn. Gut, Eisflower. Zum zweiten Mal Pink Sugar Milk. Hier als Essential, grosse Liebe. Den Mandarin Cheesecake von der Eisflower. Der ist auch sehr fein gewesen, obwohl ich nicht so Cheesecake-Duft-Fan bin, aber da hat mir die Kombi sehr gut gefallen. Von Winter Cheek Scents habe ich Baby Boom verdüftet. Das ist Baby Magic. Ich glaube, so eine Lotion für Babys oder so eine Salbe. Ja, so ein pudriger Babyduft von der Duftaufgabe, wirklich gut, habe ich sehr fein gefunden. Den von Blue Moon Cashmere Cream. Der ist auch sehr intensiv gewesen und ja, ich mag so Kaschmirdrüfte, hat mir sehr gut gefallen. Ich meinte aber, dass sie da Öl nicht mehr hat. Dann habe ich von Busy Tarts Evanescent Fizzy Pops aufgebraucht. Ein sehr sprudeliger, fruchtiger Duft, sehr quietschig, hat mir aber sehr gut gefallen. Ist auch sehr, sehr intensiv gewesen. Den Custom Order, das war Staffel von der Doris, und zwar Pink Sugar und Blue Sugar. Den hatte ich gestern in der Lampe, und zwar zum einen im Schlafzimmer und die andere Hälfte in meinem Badzimmer. Und ich muss leider sagen, in beiden Räumen, und mein Badzimmer ist wirklich nicht gross, in beiden Räumen war die Duftabgabe nur schwach bis mittel gewesen. Also ich habe es leider wirklich nur einen Hauch wahrgenommen, weil ich liebe die Kombi. Aber ja, es war wirklich schwach gewesen. In meinem Esszimmer, da Esszimmer, Küche ist ja zusammen, habe ich von Blue Moon den Whole With Breath mit Coffee Bean, oder wie heisst ihren Kaffeeduft? Ihrem Kaffeeduft. Und das war eine Duftbombe gewesen. Wenn ich dann in die anderen Räume bin, habe ich wirklich fast nichts geschmeckt. Ja, tut mir leid. Den habe ich von Iceflower Get Dressed aufgebraucht. Das ist Jasmin, Maiglöckli, Lavendel, Gardenie, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Mandarine, Moschus, Zuckerwatte, Balsam, Sandelholz und Amber. Ja, das ist so ein parfümiger Duft durch das Zedernholz Amber. Aber es ist wirklich durch die ganz vielen anderen Komponenten und Früchte sehr angenehm gewesen, sehr, sehr fein, weil Amber verträge ich sonst gar nicht, wenn es zu stark ist. Und ja, also das war eine spannende Mischung gewesen. Dann, genau, da die zweite Loaf von Tiffany Candles, auch super gewesen. Pink Marshmallow Noel und Rosemary Mint Overpour. Ja. Eine Duftbombe, ich liebe die Mischung. Eines Tages bestelle ich vielleicht wieder mal dort. Und ein Duft, den ich mich letztes Jahr, glaube ich, absolut drin verliebt habe, ist von Bath & Body Works. Ich glaube, im Original heisst es Sweet on Paris. Und ich hatte das erste Mal bei der Doris mit mir in Paris. Und ich bin so verliebt in den Duft. Ich habe nachgefragt und ich hoffe, sie wird ihn dann wieder mal mit anbieten. Also sie hat dann schon mit Marshmallow in Paris letzte wieder mal angeboten. Da habe ich auch zugeschlagen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne wieder mal den Meet Me in Paris. Ich weiss die Mischung nicht mehr. Ist es mit Brombeere, Himbeere? Eigentlich eine Beerenfrucht, die ich sonst nicht so gerne habe. Ja, ich habe euch den nicht so leicht parfümig. Die Fruchtnote, die sonst einmal, finde ich, recht gut bei diesen BBW-Düften durchkommt, ist hier eher dezent. Und ich liebe den Duft einfach. Ich habe ihn darum auch als Custom bei einem anderen Shop machen lassen. Werdet ihr dann sehen, wenn ich euch eben hier die Holz noch zeige. Und absolut grosse Liebe. Also momentan recht weit vorne bei meinen Lieblingsdüften. So, es geht weiter. Da rennt mir gerade etwas davon, sorry. So, da bin ich wieder. Ein Testmeld von Iceflower Be Enchanted. Ich glaube, da ist auch ein BBW-Dupe.
Ist noch gegangen, ist aber recht dezent gewesen. Dann auch grosse Liebe, egal von welchem Hersteller. Da ist es von Ice Flower American Cream. Auch ein L-Dupe. Ich liebe es einfach. Ich habe es momentan auch von einem anderen Shop als Autoduft drin. Intensiv geht immer. Dann ebenfalls von Ice Flower habe ich Unicorn Berry Ice Cream aufgebraucht. Das ist Vanilleis, Himbeere, Erdbeere, Schlagsahne, Zucker und Vanille. An den kann mich leider nicht mehr so erinnern, aber ich meinte, die Fruchtkombi hat mir auch nicht 100% zugesagt. Dann hatte ich noch einen kleinen Melt in Knallbonbon. Das ist eine Mischung aus Erdbeere, Himbeere, Banane, Kirsche, Zucker, grüne Äpfel, Eiscreme und Vanille. Und obwohl es da Äpfel und Kirsche drin hat, ich weiss nicht, das ist so ein Bonbon-Duft, wo mir wirklich gefällt, so ein Spritziger. Der war auch sehr intensiv, hat mir gut gefallen. Den Winter Chic Scents, einmal Chicago Outfit. Das ist eine Mischung aus Blackberry Mango Ginger Ale. Genau, da weiss ich noch, den habe ich auf Italien mitgenommen und habe gedacht, Brombeere und Mango sind ja nicht so meine Düfte, aber das war von der Duftabgabe mittel bis gut gewesen und die Kombi ist einfach gut gewesen, ich muss ehrlich sagen. Irgendwie hat das gepasst, würde ich mir jetzt aber nicht bestellen. Den Aunt Cheryl's Stormy Weather. Ocean Rain und Fresh Rain kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Machen wir dann weiter. Es leert sich langsam. Juhu! Also, zum einen Lord of the Melts von Super Tarts Cinda 11. Da ist Blonde Moment und Spearmint. Also fruchtig spritziger Duft mit Spearmint. Tönt etwas komisch, schmeckt in kalt auch etwas komisch. Aber das Minzige und das Fruchtige passt irgendwie super zusammen. Dann habe ich von Beautiful Fragrances eine Clamshell aufgebraucht in Miami Nights. Da weiss ich die Duftbeschreibung leider nicht. Ist auch so ein bisschen was Parfümmäßiges gewesen, aber sehr leicht. Muss aber auch ehrlich sagen, der war in kalt sehr leicht gewesen und in warm hat er auch eher eine schwache bis mittlere Duftabgabe gehabt. Darum ja, kann ich nicht so viel zu dem Duft sagen. Busy Tarts Peppermint Meringue. Der war okay von der Duftabgabe. Gut bis stark, aber es gibt bessere Pfefferminzmischungen. Dann habe ich heute im Bad von The Bathing Garden ein Melt in Elf Sweet. Sweet Elf? Nein, Elf Sweet. Sweet. Elf Sweet spricht man, glaube ich, aus. Candy Canes, Candy Corn, Sirup, Effervescent Soda Pop. Es gibt ja so viele Elfendüfte. Und die sind alle so ein bisschen ähnlich, so spritzig, fruchtig, ein bisschen gewürzig. Also ich finde ihn fein, aber er ist wirklich schwer zu beschreiben. Den Namen Lord of the Melts von Super Tarts Arwen. Da ist Magically Delicious und Cotton Candy Frosting. Sehr, sehr feiner Duft. Von der Duftabgabe allerdings leider nur so mittelmäßig, darum wäre es kein Nachkaufkandidat. Einer hingegen, den ich liebe von Super Tarts, Full House, Duftbombe, das ist Cookie Jar, Sweet Cream, Cotton Candy und Marshmallow. Ich liebe die Kombi, den Keks mit dem Marshmallowigen und eben sehr duftintensiv, also das ist eindeutig Nachkaufkandidat. Den Custom Order von Doris Duftstübli, das war eine Tafel, Salty Sea Air und Islands Bar, von der Duftabgabe gut gewesen. Ein sehr frischer Duft, sehr aquatischer, hat mir wirklich gut gefallen, die Kombi. Dann da haben wir die grosse Variante vom Knallbonbon, die wir vorher schon von Ice Flower hatten. Wie gesagt, so ein wirklich ein Bonbon-Duft, der mir sehr gut gefallen hat. Dann von Winter Chic Scents, Don Corleone, Tiramisu, Strawberries und Café Cubano. Der war leider von der Duftabgabe nur so schwach bis mittel. Wäre sonst aber eine feine Kombi gewesen, aber ja, für meinen Geschmack viel zu schwach. Dann von The Bathing Garden habe ich Clamshell aufgebraucht in Mermaid Tears. Da ist Zitronenölessenz, tropisches Grün und salzige Tränen. Ja, ein spezieller Duft.
Ganz leicht kommt der grünliche raus. Ich mag sonst nicht so grüne Düfte. Aber da passt es wirklich zu dem salzigen, leicht zitrischen. Also da, die Kombi hat mir wirklich gut gefallen. Dann habe ich von Doris Duftstübli den Glückspilz aufgebraucht. Der hat mir auch noch eine Stunde nach gut gefallen. Hat, glaube ich, so fruchtige Noten drin und ist gut von der Duftabgabe gewesen. Dann ein Duft von Super Tarts, den ich auch mega, mega fein finde. Den hatte ich erst letzte drin, aus der Game of Tarts Kollektion Zansa. Ich habe mal die Serie endlich angefangen, ich weiß nicht mehr wann. Bin irgendwo in der zweiten Staffel angekommen. Und ich war ja echt angefressen gewesen, aber ich habe mir ja auch DVDs bestellt und habe sie dort aufgehört zu schauen. Ich habe ja jetzt seit April Netflix und ja. Aber ich muss unbedingt weiter schauen, Game of Thrones. Ich habe auch die letzte Staffel nicht geschaut oder gelesen oder gehört, wo das Finale erzählt. Ja, auf jeden Fall möchte ich unbedingt noch nachschauen. Zansa besteht aus Fresh Picked Strawberries und Pink Sugar. Da ist aber ein anderer Erdbeerduft drin. Da ist ganz ein leckerer Erdbeerduft drin. Dann eine grosse Ladung Pink Sugar. Ein super Duft, den wir nachkaufen. Dann von Beautiful Fragrances habe ich Schaumschlacht aufgebraucht. Da war ein intensiver Duft und ja, wie er heisst, wirklich so ein Badezusatz. Sehr stark, hat mir gut gefallen. Dann von The Bathing Garden Take Me to the Sea. Das ist eine Mischung aus Zitrone, Grapefruit, Sea Salt, Windy Sea Air, Beechwood und Light Floral. Und der ist mir zu floral und zu stichig. Ja, uff, merke auch jetzt gerade noch aus der Klemmschell. Also ist wirklich stark, aber verträge ich vom Kopf her nicht so. Dann ein Custom Order von Doris Duftstübli. Das war auch eine Tafel gewesen. First Blush und Lavender Flowers. Leider nicht so meine Kombi gewesen, weil... Das habe ich da noch nicht gewusst, aber Lavender Flowers ist mir persönlich ein zu intensiver Lavendelduft. Ich habe sonst Lavendel gerne in vielen Kombis, aber Lavender Flowers ist einfach nicht mein Öl. Darum wäre da kein Nachkaufkandidat. Dann mein Lieblingsduft da von Beautiful Fragrances, ganz pur Pink Sugar Type. Ich liebe es, ich habe mir ja jetzt in der Ferien auch das Parfüm wieder nachgekauft. Nach wie vor grosse Liebe. Ebenso grosse Liebe von Busy Tarts Pink Sugar Bread. Super Mischung, mega intensiv. Die Brotnote und das Pink Sugar 50-50 verteilt. Also wirklich, wirklich Hammer. So, jetzt haben wir noch plus minus 10 Düfte. Ich hole mal hier alle raus und dann haben wir es geschafft. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass das Video so lange geht. Aber ich gebe wirklich Gas. Vielleicht merken das vielleicht nicht. So. Also, Ice Flower. Buttermilk Lemon Ice Cream. Grosse Liebe. Ja, die Duftkombi kennen, glaube ich, viele. Ich liebe super Duftabgabe und Gott sei Dank habe ich noch mehr von dem in meiner Sammlung. Den einen, der gar nicht gegangen ist, tut mir leid, das war auch ein Testmehl, ist Sourdough Bread mit Sweet Peppermint. Der Sauerteigduft. Leider absolut nicht meins. Den von Lasting Scent Candles, der Santa Treats. Ja, das war auch so ein mandeliger Keksduft gewesen, der hat mir in warm sehr, sehr gut gefallen. Habe ich eigentlich nicht erwartet gehabt, aber ist wirklich top gewesen. Den von Ice Flower Cola and Crimson Berries. Ich habe keine Ahnung, was Crimson heisst. Sehr intensiv, sehr spritzig und sehr fruchtig. Die Crimson Berry, muss ich leider sagen, sind auch nicht so mies. Also müsste ich nicht wieder haben, ist okay, aber ist, ja, langt. Den von Rainbow Melts, Keep Calm and Wax On. Das ist eine Mischung aus Lavender, Vanilla, Ocean Breeze und Salty Sea Air. Ja, sehr intensiv. Sehr aquatisch, also der Lavendel kommt da wirklich nur schwach raus und hat mir gut gefallen. Den von Busy Tarts, Crème de Menthe Whip. Da
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern. Ja, also eben seine Minzkombis sind gut, aber nicht so außergewöhnlich. Dann von Supertarts habe ich den Flash aufgebraucht. Der ist Fresh Picked Strawberry, Sweet Lemonade and Creamy Cake. Ein sehr spritziger Duft mit einer leichten Keksnote, aber mehr so quietschig, fruchtig und sehr intensiv. Finde ich gut. Den einen, der mir sehr gut gefallen hat, von Lasting Scent Candles. Ich muss jetzt mal zeigen, der Chocolate Mint Scone. Also Schokiminze und Keks. Sehr intensiv, sehr, sehr lecker. Ein sehr, sehr leckerer Schokiduft. Hat mir sehr gut gefallen. Den Ice Flower Squeezed Orange Ice Cream. Sehr lecker, sehr intensiv. Den habe ich von Supertarts, der Pita in der Lampe gehabt. Für mich ein bisschen, ja. Fresh Baguette, Butter Brickle and Coconut Shavings. Erstaunlicherweise habe ich da beim French Baguette die Maginote nicht rausgeschmückt und ich habe ganz dezent die Kokosnuss-Raspeln geschmückt, aber es hat mich nicht so gestört. Der Butter Brickle hat mir einfach noch ein bisschen butterige Noten gegeben. Also ich habe die Duftkombi nicht schlecht gefunden. Ich würde sie mir jetzt nicht nachbestellen, aber also mal ein Duft mit Kokosnuss, den ich nicht schlecht gefunden habe. Den grosse Liebe von Supertarts, The Magically Delicious Uni sozusagen. Also es duftet nach dem Lucky Charms Müsli aus den USA. Das ist so ein Marshmallow-Müsli, ich kenne das Original nicht. Sehr, sehr intensiv und ich liebe den Duft einfach. Dann habe ich noch von Tiffany Candles ein Goodie Stress Relief. Ja, so ein frischer, leicht parfümiger Duft, sehr stark, das hat mir gut gefallen. Dann habe ich ein Goodie von Supertarts aufgebraucht, Elm Street. Das ist so ein bisschen ein schwererer, foodiger Duft. Ich weiß nicht, ob es Schoki drin hat oder Gewürz. Also ich habe ihn okay gefunden, aber müsste nicht unbedingt haben. Positiv überrascht hat mich von der Lord of Melts Reihe der Saruman. Jetzt ist da komischerweise die Duftbeschreibung nicht drauf. Er schmeckt nicht parfümig. Also er hat was Parfümiges drin. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so gut verträgt. In warm besser als in kalt. Also der hat mich positiv überrascht. Würde ihn aber nicht nachkaufen. Den überrascht hat mich von Beautiful Fragrances der Vanillary Type. Da ist ein Tube zu, ich weiß nicht welcher Firma. Das war wirklich ein Mini-Melt. Und ja, die meisten Goodies gebe ich weiter oder ja, benutze ich nicht, weil meine Nase ist schon so abgehärtet ab den grossen Mengen, dass es das Kleine gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber den habe ich geschmückt und der hat mir sehr gut gefallen. Dann mein absoluter Lieblingsduft von Blue Moon, Zuckerschnütchen. Ich liebe es. Ein Duftgranate und ich liebe es einfach. Auch da bin ich einmal ein bisschen zu geizig, um ihn zu verdüften. Ich denke, oh nein, nein, ja nicht, dass ich den keinen mehr habe. Aber ja, was bringt es mir, wenn ein hart und kommt nicht in den Genuss. Also, ja. Den von Busy Tarts Lavender Cheesecake. Da hat mir die Cheesecake-Note leider nicht so gefallen. Und ihr Lieben, da war es gewesen. Meine Taschen sind leer. Also das sind die Mails, die ich die letzten Juli, August, September, Oktober, ja, gut etwa 5 Monate verbraucht habe. Darum ist es so viel. Wie gesagt, seit ich hier wohne, habe ich am Abend 4 Lampen an und ich wechsle jeden Tag den Duft, also nach 4 Stunden. Sozusagen wechsle ich den Duft. Klar, man könnte es länger brauchen, aber ich habe ja so, so viel Wachs aus Romini und nimmer durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. es nimmt mich Wunder, ob jemand wirklich bis zum Schluss durchgehalten hat. Wenn ja, schreibt mir doch irgendwas in den Kommentaren, da würde mich freuen. Und ja, es würde mich auch freuen, wenn ihr in Zukunft wieder zuschaut, einschaltet. Und es ja, hat mir jetzt wirklich wieder Spass gemacht, zum ja, da hocken und euch die Sachen zeigen. Und ja, freue mich dann eben auf die Zukunft. Also ab Dezember geht es sicher weiter.
Und ich freue mich drauf. Bis dann, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.